Hallo Freunde und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Star Citizen News. Heute haben wir gleich drei Themen auf der Mappe, nämlich einmal die Alpha 3.9 und einen möglichen Wipe. Wir haben die Alpha 4.0 und die Änderung mit der Roadmap, dazu komme ich auch gleich noch, und natürlich die CitizenCon 2020. Also die diesjährige. Wir fangen mal an mit der Alpha 3.9. Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, gibt es da ein paar kleinere, ganz winzig kleine Probleme. Und aus diesem Grund hat CRG jetzt über Nacht einen Patch aufgespielt, einen sehr kleinen. Und sie haben ihre eigene temporäre Datenbank einmal gewiped. Das hat aber erstmal auf uns Spieler nur insofern eine Auswirkung, dass wir unseren Charakter neu erstellen müssen und den wieder neu equippen müssen. Aber alles, was wir uns erspielt haben, ist aktuell zumindest noch in-game. Habe ich schon nachgeprüft. Also wir sollten erstmal nichts verlieren. Nun ist es aber so, dass die Community aktuell fordert, was irgendwie ziemlich witzig ist, dass es doch nochmal ein Full-Wipe geben soll und dass man diese LTP, diese Long-Term Persistence, auf den nächsten Patch erstmal quasi schiebt. Die ist zwar jetzt schon drin, schon seit 3.8.2, aber dass man das wieder rückgängig macht und so weiter. Nun muss man aber eines dazu sagen, diese Forderung unterstellt, dass ein Full-Wipe und das Löschen der Persistenz dazu führen würde, dass diese Bugs und Problemchen aufhören. Und das, also ich weiß nicht, aus meiner Sicht ist das ein bisschen schwierig, das zu behaupten, denn in der Vergangenheit hat das auch nie funktioniert. Wir hatten ja früher nie irgendeine Persistenz drin, hatten ständig diese Wipes und nach kurzer Zeit waren die Bugs oder die allermeisten Bugs wieder da. Tatsächlich ist es hier so, dass CRG einfach im Hintergrund die serverseitigen Bugs und die Datenbankfehler beheben muss und da wird auch ein Fullwipe nichts dran ändern. Trotzdem ist es so, dass wenn nötig, wird natürlich ein Fullwipe gemacht, das hat der CRG auch schon öfters gesagt, also warten wir mal ab, ob mit der 3.9 jetzt nochmal irgendwas kommt oder dann mit der 3.9.1, die soll ja auch noch kommen auf der Roadmap, ist aktuell aber noch nicht drauf. Also, aktueller Stand zur 3.9, wir haben einen kleinen Wipe, einen Mini-Wipe, wo wir uns aber einfach wieder anziehen können. Es könnte aber sein, dass nochmal ein Full-Wipe kommt, wir werden das sehen. CRG arbeitet auf jeden Fall im Hintergrund an den ganzen Problemen und werden mal sehen, ob sie das dann noch lösen können, ohne uns alle zu wipen. Wäre ja ganz nett, ne? Schauen wir mal. So, das nächste Thema ist die Alpha 4.0 und die Roadmap-Änderung. Die sind noch nicht da, das wird erst nächsten Freitag passieren, da gucken wir uns das nochmal genauer an. Es ist aber folgendermaßen, die Alpha 4.0 soll nach den Wünschen der Community ein Big Feature Patch sein und nicht so ein Standard Patch. Aktuell ist es ja so, wenn man auf die Roadmap schaut, hat die 4.0 zwar viele coole Sachen drin, aber so ein wirklicher Big Patch ist es halt nicht. So, und da sagt halt die Community, lasst doch die 4.0, hebt ihr euch erstmal auf, einfach so ein bisschen gedanklich für neues Big Feature, zum Beispiel das Pyro-System oder ähnliches. Also diese 4.0 soll the next step symbolisieren, könnte man sagen. CRG hat das auch eingesehen und es ist ja auch aus Marketinggründen nicht schlecht, wenn man die 4.0 einfach als Nummerierungszahl benutzt für was wirklich Großes. Weil du wirst niemanden hinter den Ofen vorlocken mit der 4.0, große Ankündigung, Alpha 4.0. Was ist der Inhalt? Ach ja, die Grimhex wurde ein bisschen vergrößert. Das ist halt so wenig für eine 4.0. Rein marketingtechnisch. Das hat aber im Prinzip keine wirkliche Auswirkung. Für uns ist es nur so, dass sie nächsten Freitag die Roadmap entsprechend anpassen werden. Das heißt, statt der 4.0, die auf die 3.9 folgt, gibt es halt die 3.10. So, und dann die 3.11 und so weiter. Wir werden mal sehen, wie das Ganze am Ende ausschaut. Im Prinzip ist es sowieso völlig wurscht, wenn man ganz ehrlich ist. Zahlen sind Schall und Rauch. Und ich will auch mal daran erinnern, dass wir hatten ja zum Beispiel den Patch 2.6.3 oder 2.6.4 und da kam ja auch keine 2.7 und 2.8, da kam dann direkt an die 4.0. Also denkt jetzt nicht, dass jetzt plötzlich 3.1, hier 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, das sich ewig hinzieht bis zur 4.0. Das ist nicht der Sinn, sondern man hebt sich einfach die 4.0 als Marketingzahl auf und auch als eine symbolische Zahl für das nächste Big Feature. Ganz einfach. So, und last but not least, die CitizenCon 2950 müsste das sein, also die diesjährige 2020er CitizenCon, wurde
abgesagt. Aus, ich darf das Wort nicht sagen, ihr wisst warum, quasi. Und das war auch überfällig. Es macht einfach keinen Sinn, eine CitizenCon, eine große Convention vorzubereiten. Das ist sehr, sehr aufwendig. Da müssen viele Entwickler und viele Leute, viele Mitarbeiter von CRG sehr, sehr viele Sachen tun. Das kostet auch alles einen Haufen Geld. Und was man auch noch sagen muss, sie müssen ja auch Dinge zeigen und Demos vorbereiten. All das ist eine Menge Arbeit, die man neben der Spielentwicklung machen muss. Und es macht keinen Sinn, sowas zu planen und vorzubereiten, wenn man ohnehin keine Erlaubnis kriegt, im Oktober das abzuhalten. Oktober ist nicht mehr so lange hin, das sind noch 5 Monate. Sie würden eventuell für nichts vorbereiten. Und es macht Sinn, eben hier nun zu sagen, okay, wir canceln die CitizenCon 2020 und machen dann die nächste CitizenCon im nächsten Jahr, also dann 2021. Und insofern kann man sich auch besser auf die Patch-Geschichten jetzt konzentrieren, weil man eben nicht, und das ist übrigens auch die Hoffnung der Community, haben schon viele geschrieben, im Spectrum, dass man jetzt eben sich mehr um die Features kümmert, die jetzt dieses Jahr vielleicht noch rein können und die so geplant sind, und weniger um irgendwelche Demos, die man dann wieder toll zeigen kann. Es ist einfach auch Fakt, dass CRG hier nicht einfach so agieren kann, sondern CRG muss in dem Fall auf die kalifornische und auf die US-Regierung hören und eben deren Regeln beachten, so wie wir unsere Regierungsregeln hier auch beachten müssen. Es wird keine virtuelle CitizenCon geben, zumindest ist das nicht geplant, also so eine reine digitale CitizenCon. Aber es wird dazu nochmal später weitere Infos geben. Sie sind da aktuell noch am Probieren und am Gucken, was sie machen können. Denn es wird natürlich unabhängig von dieser Absage der CitizenCon ein Anniversary-Event geben und auch einen alternativen Geburtstag als ein Online-Event im Oktober. Wie genau das aussehen wird, was es uns bringt, wie sie es machen, pipapo, weiß ich nicht. Ich weiß nur, es wird auf jeden Fall ein entsprechendes Event geben, neben dem Anniversary-Event. Das war ja zum Beispiel bisher ja auch ein digitales Event, da hat sich ja auch keiner auf die Bühne gestellt zum Anniversary, aber eben, es wird irgendwas geben, ne? Irgendwas werden sie da wieder tun, und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ihr könnt ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben oder eure Wünsche, was ihr euch da vorstellt. Ich persönlich könnte mir gut vorstellen, dass es einfach ein allgemeines Online-Event geben wird, also keine virtuelle CitizenCon, wie gesagt, sondern ein Online-Event, wo man so ein paar kleinere Ausblicke zeigt. So eine Art größere Star Citizen Live vielleicht. Weil das machen sie ja eh jede Woche, und das kann man ja mal ein bisschen aufpimpen. Das ist vielleicht gar nicht so mega aufwendig. Schauen wir mal. So, aber das sind erstmal die News von heute, beziehungsweise von der jetzt vergangenen Woche. Die 3.9 sollte jetzt übrigens nochmal so allgemein ein bisschen sauberer laufen durch diesen Wipe, den sie gemacht haben. Geht ruhig mal rein, guckt mal, ob es bei euch besser läuft. Ich persönlich sehe schon einige Fortschritte. Es läuft flüssiger bei mir, und ich habe auch das Gefühl, dass der Server kürzere Ladezeiten hat. Also jetzt nicht ins Spiel reinzukommen, sondern wenn ich jetzt irgendwas drücke, dann ist die Rückmeldung vom Server eher da. Aber das ist vielleicht auch jetzt nur temporär so, ich weiß es nicht. CRG wird das schon noch hinkriegen. Ich habe da schon Vertrauen darauf, dass sie das noch zusammenwurschteln, und ja, ich bin gespannt, was uns dann am Freitag die nächste große Roadmap-Änderung am Freitag bringen wird. Ich hoffe, da seid ihr auch gespannt. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen erstmal, und dann sehen wir uns morgen Abend im Livestream. Bis dahin und ciao. 65°, last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wish there was rain. Now your forecast calls for me. Does the sun go down on the road?